Hi Leute und herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut und es gibt mal wieder eine SBC, die es zu lösen gilt. Heute haben wir eine neue Shapeshifters Spieler SBC und das ist natürlich von Borussia Dortmund und da gibt es natürlich auch wieder ein Video von mir dazu. Und das ist, ja, Shapeshifters, um das nochmal ganz kurz zu erklären, veränderte Positionskarten. Natürlich können auch zum Beispiel die Sterne vom Weak Foot, der kann natürlich verbessert sein, der schwache Fuß oder auch die Skills. Wir sind ja am FIFA-Zyklus nahezu fast am Ende angekommen. Noch nicht ganz, aber die Karten, die sind schon High-End, also damit könnt ihr bis zum Ende durchspielen. Es gibt vermutlich nochmal kleinere Upgrades, so bis, ja, natürlich 99 ist alles natürlich noch möglich. Aber grundsätzlich, das ist hier schon quasi eine High-End-Karte. Könnt ihr bis zum Ende hin durchspielen. Wir haben hier eine Auswahl von zwei Spielern. Das hatten wir schon das letzte Mal. Ich glaube, welcher Karte hatten wir das? Ich bin mir gerade nicht so ganz sicher. Vielleicht fällt es mir nochmal ein. Carrasco. Genau, wir hatten Carrasco. Da gab es die ZOM-Karte und die rechte Flügelspielerkarte. Da gab es dann auch ja, die Auswahl zwischen 5 Sterne Skills und 5 Sterne Weakfoot. Und natürlich mit der Position. Und wir schauen uns gleich Guerreiro nochmal an. Das können wir jetzt hier nicht mit einem Klick machen, sondern da müssen wir schon reingehen in den Dream Squad und uns die Karte dann im Detail ansehen. Zum Preis dieser SBC ist nicht ganz günstig, aber ich denke, wenn man ja in den nächsten Tagen ein paar Upgrades macht, dann kann man sich den schon günstig auch ercraften. Wenn ihr möchtet, ich mache das natürlich auch im Stream, kommt gerne vorbei. Da zeige ich euch Mittel und Wege, wie man da günstig natürlich an so einen Spieler rankommt. Und ja, wenn ihr möchtet, erkläre ich euch das auch ganz einfach, wie man das macht. Okay, dann würde ich sagen, schauen wir uns die Spieler mal an, beziehungsweise die SBCs. Wir haben 2 an der Zahl und es gibt auch kleinere Packs zurück. Zum einen haben wir hier ein 20k-Pack und ein 12,5k-Pack. Und dann würde ich sagen, die erste SBC. Aber bevor wir reingehen in die Lösung, schauen wir uns doch erstmal den Guerreiro in seiner neuen Spezialversion an. Und hier haben wir ihn, er hat auch schon mal eine B-Day-Karte, glaube ich, bekommen, müsste das sein, genau, 87 bewertet, ist also ein ordentliches Upgrade. Hier haben wir die zentrale Karte und hier haben wir 5 Sterne Skills und 4 Sterne schwacher Fuß und als eine zentrale Karte, das sieht schon mal richtig stark aus. Ich mag diese kleinen filigranen, ja, auch gerne 8er oder 6er Spieler, Kanté war da immer ein ganz gutes Beispiel oder auch Lahm. Der kann aber offensiv noch mal ein bisschen mehr abreißen, denke ich. Starken linken Fuß und hier haben wir den tatsächlich auch geswitcht. Hier hat er den starken rechten Fuß. Haben wir auch eine kleine Veränderung und bei den Werten, da müssen wir schon ein bisschen genauer hingucken. Hier natürlich rechte Verteidigerposition, auch immer ganz, ganz wichtig. Ausdauer, die ist aber das gleiche mit 95. Wo haben wir denn, ja, veränderte Werte bei den Schusswerten? Da ist der ZM besser. Ja, Verteidigungswerte sind natürlich dann so ein bisschen oder deutlich schon beim Rechtsverteidiger besser. Auch die Physis ist da ein bisschen besser. Das kommt immer ganz drauf an. Ich kann euch jetzt nicht sagen, was für euch besser ist. Vielleicht habt ihr einen Schmelzer gemacht und könnt ihn dann besser verlinken mit dem ZM. Ja, da ist vielleicht auch der Link vielleicht ja, zu anderen Portugiesen gegeben. So ligenübergreifend, vielleicht zu einem Ronaldo. Vielleicht habt ihr Glück und zieht einen Ronaldo Shapeshifter. Dann habt ihr natürlich hier nochmal einen Weak Link zu Ronaldo oder vielleicht einfach zu anderen Spielern der portugiesischen Nation. Rechtsverteidiger, natürlich, wenn ihr ein Bundesliga-Team habt, ist das natürlich auch ja, ein guter Rechtsverteidiger auf jeden Fall. Und da gibt es ja tatsächlich, da gibt es nicht so viele. Klar gab es auch mal eine Spieler-SBC mit Da Costa, aber wenn man den nicht gemacht hat, wird es schon ein bisschen schwierig mit guten Alternativen. Also ich finde diese, ich finde beide Karten sehr gut und ich muss tatsächlich für mich überlegen, welche Karte ich noch mitnehme. Ich habe ja noch ein paar Tage Zeit, beziehungsweise das ganze Wochenende und danach werde ich ihn abschließen. Hier könnte man, hat man natürlich den Vorteil bei der Rechtsverteidigerkarte, die kann man sowohl als auch, man kann beide dann natürlich auch in-game switchen. Das heißt, ein Rechtsverteidiger kann ich auch spielen in der zentralen Position, je nachdem. Also, der Rechtsverteidiger vielleicht auch besser als ZDM geeignet, der ZM besser geeignet als Achter oder sogar noch ein bisschen offensiver. Das müsst ihr dann für euch entscheiden, wie es dann für euer Team dann besser einzubauen ist. Dann würde ich sagen, schauen wir uns jetzt die
SBCs an. Ich wollte aber noch einmal ganz kurz was wissen. Hat er noch ein paar Trades? Da habe ich jetzt nicht geguckt. Vielleicht gibt es da auch ein paar Änderungen. So. Ja, die sind gleich. Flair und den Außenrisschuss. Das sind zwei gute offensive Trades. Die nimmt man auf jeden Fall gerne mit. Okay, erste SBC hat folgende Bedingung. Portugal mindestens einen Spieler, Team of the Week oder Foot. Der Team of the Season Spieler. Da brauchen wir mindestens einen davon. Also wahlweise Team of the Week oder Team of the Season. Teamgesamtbewertung 84, Team Chemie 65 und natürlich 11 Spieler. Und wie ihr es von mir gewohnt seid, gehe ich hier einmal stillschweigend durch die Spieler durch. Ihr könnt dann das Video an der jeweiligen Stelle pausieren und euch die Spieler vom Transfermarkt erst snipen. Ihr habt dafür 7 Tage Zeit, diese SPCs abzuschließen, und dann gibt's Guerrero vermutlich nicht mehr in dieser Version. Vielleicht habt ihr nochmal Glück und es gibt eine Jahresrückblick-Spieler-SPC, aber verlasst euch nicht drauf. Und dann müsst ihr den auch erstmal ziehen. Okay, vielleicht noch kurzer Hinweis, 85er Team of the Week. Könnt ihr natürlich auch einen anderen verwenden. Ich habe mich jetzt hier für einen Volland entschieden, da er zum aktuellen Zeitpunkt der günstigste war. Guckt gerne mal ein bisschen. Vielleicht gibt es da ja Vela zum Beispiel, ist auch ein 85er. Oder dieser griechische Torwart, der ist auch 85. Sind alle drei sehr günstig. Könnt ihr dann euch entscheiden. Volland war zum aktuellen Zeitpunkt der günstigste. Okay, dann würde ich sagen, legen wir los. Let's go. Und damit haben wir die erste SBC gelöst. Kostenpunkt hierfür ca. 72.000 Coins. Das war also der erste Streich. Der zweite folgt zugleich. Und hier brauchen wir mindestens einen Bundesligaspieler. Teamgesamtbewertung 86, Teamchemie 55 und auch hier natürlich 11 Spieler. Und auch hier gehen wir einmal fix durch. Let's go. Und damit haben wir auch die letzte SBC gelöst. Kostenpunkt hierfür ca. 135.000 Coins. Das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit der Guerrero-Karte. Egal für welche ihr euch entscheidet, könnt ihr mal gerne reinschreiben, für welche ihr euch entscheidet. Ich find diese Karte gut. Ich werde ihn machen, auf jeden Fall zu 100%. Aber ich bin mir tatsächlich noch nicht ganz so sicher. Wenn ich einen BVB-Squad mache, dann auf jeden Fall den Rechtsverteidiger, weil da gibt es keine Alternative. Und je nachdem, vielleicht fürs Main-Team mit Schmelzer, mit Emre Can in der Verteidigung, kommt ja auch noch als Mini-Release am Sonntag. Vielleicht auch gut zu wissen, vielleicht für euch, hat man da auf jeden Fall ein magisches BVB-Dreieck. Und ja, lasst es mich gerne wissen in den Kommentaren, für welche Karte ihr euch entschieden habt. Vielleicht könnt ihr mir damit auch ein bisschen weiterhelfen. Ja, das soll es erstmal gewesen sein. Gerne Like da lassen, gerne kommentieren. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, gerne auch hier auf YouTube ein kostenloses Abo da lassen, damit ihr zukünftige Videos von mir nicht verpassen werdet. In diesem Sinne, reingehauen, wiederschauen, peace.